Auf jeden Fall, wir wollen natürlich den Torwart testen und international ist es sehr wichtig, die Scheibe vor das Tor zu bringen und auch... Tor! Abgefälscht! So schnell kann es gehen. 2 Minuten 43 gespielt. Einfach nur die Scheibe vor das Tor gebracht. Genau das war die Bestätigung für das eben Gesagte. Scheibe vor das Tor und irgendein Schläger kommt meist dazwischen. Und schon hat Madsen, der übrigens im Tor steht, nicht Hirsch. Da haben die Dänen also noch mal kurzfristig umdisponiert. Keine Abwehrmöglichkeit mehr. Schuss von der blauen Linie. Und dann hat er sehr viel Verkehr vor seiner eigenen Nase. Der Michael Madsen, der 26-Jährige von Rødovre. In dieser Partie heute wird der Gegner für die Slowakei gesucht. Die Slowaken Titelverteidiger hier beim Deutschland Cup. Unterlagen heute Nachmittag der Schweiz mit 1:2. Die Eidgenossen also im Finale und wir mit dem zweiten Tor. Ullmann 2:0. Wieder ein Powerplay-Treffer. Also geht's auch. Christoph Ullmann von den Adler Mannheim. 53. Länderspiel, 10. Treffer. Jahre jung und trotzdem gehört er schon zum absoluten Establishment, seit vielen Jahren dabei. Und auch hier wieder klasse gespielt, völlig frei Ullmann vor dem Tor. Super Vorlage. Ja, es waren zwei hervorragende Pässe natürlich. Ist Christoph im Abschluss sehr, sehr stark, das hat er hier gerade gezeigt. Marcos hat versucht, das zu nutzen in die Wechselphase der Dänen hinein. Der schnelle Pass auf Busch hat nicht ganz geklappt. Busch. Und Scheibe wieder drin, Tor wird gegeben. Ja, Dänen versuchen zu diskutieren, die sagen, da wurde die Scheibe mit dem Torhüter ins Tor reingeschoben. Schauen wir mal die Zeitlupenauflösung an, aber es steht auf alle Fälle 3:0 für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft. Florian Busch wartet hier lange. Michael Klinge, der hier jubelt, der den Schläger wohl noch drin hatte. Scheibe wird reingelöffelt, geht vom Schlittschein des dänischen Verteidigers wohl rein. Ich meine auch, aber es ist jetzt wichtig zu sehen, ob das Tor vorher verschoben wurde. Nein? Nein, regulärer Treffer. Scheibe war längst hinten am Gestänge, bevor das Tor verschoben wird. Auch kein deutscher Spieler im Slot in dieser blauen Zone, bevor die Scheibe drin war. Wunderbar. Regulär alles. So, zweites Powerplay der Dänen. Beim ersten Mal, da ist nicht allzu viel passiert. Hab's vorher gesagt, zwei Aufeinandertreffen in diesem Jahr im April. Die Länderspiele in Kassel und Krefeld. Beide Male ein 4:2-Sieg für die deutsche Mannschaft. Es gab dieses 2:3 bei dieser Weltmeisterschaft in Wien und Innsbruck 2005. Deutschland hätte nur ein Unentschieden gebraucht. Deutschland hat zweimal geführt und ist trotzdem unterlegen. Aber hier mit seiner ganzen Klasse Sven Felski. Shorthanded Goal, Treffer in Unterzahl. Also jetzt fluppt's aber richtig. Wahnsinn. Hat er richtig spekuliert. Gut mit zurückgegangen. Dann stehen die Dänen sich gegenseitig im Weg. Die Scheibe ist frei. Der Antritt von Felski. Scheibe gut mit dem Körper abgedeckt. Und mit der Rückhand an den Innenpfosten reingelöffelt. Überhaupt keine Chance für den dänischen Keeper, für Michael Madsen. Tut sich jetzt schwer, mit dem eigenen Aufbauspiel über die Mittellinie hinwegzukommen. Denen jetzt deutlich aggressiver. Und mit der Riesenmöglichkeit und das Tor. 1:4. Abstauber von Kim Stahl. Der Schuss kam von Morten Green. Da schaut er wenig glücklich rein, der Robert Müller. Hier der Schuss von Morten Green und dann im Nachsetzen völlig frei Kim Stahl. Und entsprechend groß der Jubel beim 29-Jährigen. Der Finn Linköping in der schwedischen Elite-Serie spielt. So ist es, er betreibt oder wir betreiben keine Einbürgerungen. Aber wenn jemand den Status hat, dann sollte man ihn nicht diskriminieren, weil er vorher einen anderen hatte. Jason Holland. Tor. Oh. Ah, noch nicht, aber jetzt
im zweiten nachfassen. Also, und er hat sich's verdient, der Florian Busch, was der wegarbeitet, rackert, läuft. Vorher schon einmal im ersten Drittel haben wir es hervorgehoben. Er hat das blinde Spielverständnis mit Sven Felski. Und hier bekommt er auch sein Tor. Der Schuss von Hollens. Vor dem Tor Klinge, der für Unruhe sorgt. Matzen springt hin und her wie ein Flummi, aber da kommt er nicht mehr ran. Das ist genau die Szene. Scheibe vors Tor, für Unruhe sorgen. Und irgendwie kommen diese Abprallerscheiben dann zum richtigen Mann auf die Kelle. Und dann ist es einfach um den Gegner geschehen. Aber das hat er klasse gemacht. Klinge. Und der Abpraller ist drin. Jawohl, 6-1. Den beschweren sich wieder, aber da gibt es nichts zu beschweren. Also müssen sie sich selber auf die Fahne schreiben. Da müssen sie hinten selber ein bisschen konsequenter arbeiten. Damgard, der Kapitän, schnauzt da ziemlich lautstark seinen Mitspieler an. Die Standpauke geht hier an Tor Dressler mit der 21. Er steht da vor dem eigenen Torhüter, aber er kommt zu spät. Ja, das sind die kleinen Momente. Das sind eben dieser eine Schritt, der dann fehlt. Und so kann Florian Busch seinen zweiten Treffer erzielen in dieser Partie. 6-1. Super gemacht von Manuel Klinge, der hier im richtigen Moment da ist und den Schuss bringt aufs Tor. Und Flori Busch kann vollenden. Er macht auch sein erstes Länderspiel, Christoph Milischko hier, oder sein zweites. Oh. Das war natürlich klar, wenn du hier den Dänen diese Chance gibst, diesen Raum, dann nützen die Dänen und da konnte Robert Müller nichts machen dran. Hier also sind wir dann wieder beim Spielstand von 6-1 und dann ist genau dieser eine Schritt wieder zu wenig, zu spät. Alexander Polaschek und schon knallt. Aber das war auch präzise. Mein lieber Mann, da hat nichts mehr viel dazwischen gepasst. Keine Chance für Robert Müller. Kaspar Degen, einer der Erfahrenen der Mannschaft.